Herzlich willkommen heute zum Thema Businessplan für das Jobcenter. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung. Und wir haben in den letzten 10 Jahren vielen, vielen hundert Menschen geholfen, auch hier beim Jobcenter Anträge zu stellen für Fördermittel. Nun, beim Jobcenter gibt es ja unterschiedliche Mittel. Das ist klar, es gibt ja einmal ALG II für die Grundsicherung, also für Krankenversicherung, für Lebenshaltungskosten, Miete, Unterkunft. Und dann gibt es noch Fördermittel. Und ich will dir heute bei diesem Teil ein wenig aufzeigen, worauf du achten sollst. Nun, zunächst einmal ist auch hier der Businessplan ganz klar zusammengesetzt aus 3 Teilen. Das heißt also, auch hier gibt es einen Textteil, auch hier gibt es einen Finanzteil, also einen Zahlenteil, und es gibt also hier einen Anhang und es gibt hier natürlich auch die Anträge. Ich empfehle dir nun als erstes, den Videoclip anzuschauen, wie man einen Businessplan richtig erstellt oder die Grundgeheimnisse eines Businessplans. Da habe ich mehrere Clips hier. Bei diesem Clip werde ich nur darauf eingehen, worauf es hier genau ankommt oder worauf du achten solltest, vor allen Dingen beim Antragsprozess. Nun kommen wir erstmal zum ersten großen Unterschied zur normalen Antragstellung für Fördermittel, wenn du beim Jobcenter bist. Das erste ist, du hast die Aufgabe, Angebote einzuholen für alle Anschaffungen, und zwar 2 bis 3 Mal. Ich empfehle dir lieber, 3 verschiedene Angebote einzuholen. Nun, warum ist das so wichtig? Das Jobcenter will natürlich wissen, ob du kaufmännisch auch wirklich recherchiert hast. Und die prüfen deine Angebote. Wir haben also Fälle, wo der Jobcenter Sachbearbeiter dann auch recherchiert, ob es nicht günstigere Schleifsägen gibt, ob es nicht günstigere Staubsauger oder günstige Autos gibt. Das heißt also, hier will das Jobcenter wissen, ob du wirklich sorgfältig recherchiert hast oder vielleicht nur für deinen privaten Bedarf was finanzieren willst. Das Zweite, was sichergestellt ist, dass du auch verschiedene Alternativen geprüft hast, dass du auch in Verhandlungen gehst, dich also nicht für das erstbeste Angebot, den teuersten Make beispielsweise, entschieden hast. Nun, das ist also der erste große Unterschied, Angebote einholen, zwar mehrere. Der zweite große Unterschied ist beim Jobcenter, dass du vorher zur Bank gegangen sein musst und dass du bei der Bank Ablehnung eingeholt hast. Bei uns ist es so, auch in anderen Bundesländern, wo wir beraten, du brauchst mindestens 2 bis 3 Ablehnungen von der Bank. Und zwar Ablehnungen meistens auch von der Landesbank. Also in Berlin wäre es die IBB, die Investitionsbank Berlin, in Brandenburg wäre es die ILB, und da gibt es die Sächsische Aufbaubank und die Hamburger und die Sachsen und die Nord und so weiter. Da gibt es verschiedene Banken und da brauchst du Ablehnung. Nun, warum braucht das Jobcenter diese Ablehnung? Die bearbeitet deinen Fördermittelantrag auf Fördermittel für Sachgüter, Investitionen, Betriebsmittel. Das bearbeiten die nur, wenn du die Ablehnung vorweist. Warum? Weil das Jobcenter erst dann Fördermittel gibt für deine Sachgüterinvestitionen, für deinen Betrieb, wenn du alle anderen vorrangigen Stellen geprüft hast. Nun, die vorrangigen Stellen, das sind die Hausbanken, das sind die Landesbanken, das sind die europäischen Fördermitteltöpfe, und die müssen erst alle Nein gesagt haben und dann arbeiten die es. Nun, ich bin mir sicher, du kriegst 2 bis 3 Ablehnungen von Banken hin, nur denke dran, frühzeitig diese Prozesse und die Terminfindung einzuleiten, damit du dann auch die schriftliche Absage der Banken dann auch vorlegen kannst. Denn wenn eins von diesen Punkten fehlt, denk dran, auch beim Jobcenter, da sitzen erstmal Häkchenmacher. Und diese Häkchenmacher, die prüfen die 100%ige Vollständigkeit der Unterlagen. Das heißt, die haben intern eine Checkliste, beziehungsweise kriegst du die auch ausgehändigt, wonach du arbeiten sollst. Und dann machen die Häkchen. Und bleibt ein Punkt frei, dann kriegst du die Unterlagen wieder zurück. Denn als ALG II-Bezieher oder als selbstständiger Nebenerwerb hast du ja genügend Zeit, die Sachen dann einzubringen. Also hier, lass dich gut beraten. Du kannst auch gerne unser kostenfreies Erstgespräch nutzen, um zu erfahren, was genau braucht das Jobcenter, in welcher Form, welcher Darreichungsform und Qualität, damit sie überhaupt deinen Antrag bearbeiten. Also das sind die 2 großen Unterschiede, Angebot und Bankenablehnung. Okay? Nun, jetzt ist es natürlich so, dass du dein ALG II weiterhalten willst. Und hier gibt es eine Besonderheit, die betrifft vor allen Dingen hier den Finanzplan, den Zahlenteil. Was ist nun die Besonderheit? Die Besonderheit ist, dass du ja immer für 6 Monate im Voraus deine Krankenversicherung und deine Miete- und Unterkunftszahlung und auch die Lebenshaltungskosten, je nach Bedarfsgemeinschaft, Größe, dass du also dieses ALG II weiter bewilligt bekommst. Das willst du ja weiter behalten. Und das Besondere ist, dass du bei der Finanzplanung darauf achtest, dass dein Überschuss, den du erwirtschaftest, dass der in dem ersten Halbjahr
kleiner gleich 600 Euro, so Pi mal Daumen ist. Warum? Du hast einen Freibetrag von 100 Euro im Monat, den du als Überschuss machen darfst. 100 Euro mal 6 Monate ergibt 600 Euro. Bedeutet also, wenn du in deinem Antrag in den ersten 6 Monaten 6.000 Euro Überschuss abgibst, nun, dann werden dir 5.400 Euro abgezogen. Also 6.000 Euro Überschuss minus deiner Gewinne, deiner Einkünfte, vielleicht noch Kindergeld, also was alles sonst noch abgezogen wird. Nun, dann kriegst du ganz wenig vielleicht nur noch ausbezahlt. Das wäre blöd für dich. Denn du weißt ja nicht, ob diese Umsätze tatsächlich so standfinden. Und du weißt noch gar nicht, welche Kosten auf dich noch zukommen. Du weißt nicht, wann deine Kunden bezahlen. Okay? Von daher achte also darauf, dass du hier in deinem Finanzplan eine Hochlaufplanung deiner Umsätze abzüglich der variablen Kosten, abzüglich der Fix- und personelle Kosten wirst du nicht haben dürfen in der Regel, dass du darauf achtest, dass du nicht mehr als 600 Euro Gewinn machst. Das ist also ganz wichtig. Ja? Du brauchst keine Angst haben, wenn du jetzt mehr Gewinn machst. Denn du wirst ja hier im 7. Monat wirst du dann eine EKS abgeben. Also eine EKS, die heißt sich dann abschließend, das heißt rückwirkend. Kannst du so ein bisschen vergleichen wie die Meldung, die Erklärung ans Finanzamt. Und dann gibst du eine rückwirkende EKS und dann kannst du deine 6.000 Euro Gewinn natürlich melden. Du wirst dann im 8. Monat einen Bescheid bekommen, dass alles, was über 600 Euro Gewinn war, dann zurückzahlen musst. Aber unterm Strich hast du immer gleich viel Geld. Und das ist absolut fair, dass das Jobcenter dir dort hilft. Eine weitere Besonderheit hier ist es, dass du einkalkulierst, dass die Kosten nicht alle anerkannt werden. Wenn du beispielsweise sagst, ich möchte zu einem Buchhalter und der nimmt 75 Euro, das interessiert das Jobcenter nicht, denn die haben interne Verrechnungssätze, Höchstgrenzen, und die sagen, 35 Euro für einen Buchhalter ist legitim. Und wenn du beim Finanzplan dann beispielsweise sagst, ich kalkuliere 100 Euro für Geschäftsessen monatlich ein, dann sagt das Jobcenter auch, kochen Sie sich eine Kanne Kaffee, setzen Sie sich auf die Parkbank und führen Sie Geschäftsessen dort. Der Steuerzahler finanziert nicht Ihr Geschäftsessen. Das heißt, nicht alle Ausgaben sind absetzbar. Zum Beispiel Fortbildung ist nicht absetzbar. Wenn Sie beispielsweise gleich Mitarbeiter einstellen, bis auf ganz wenige Ausnahmen, wird Ihnen erstmal nahegelegt, dass Sie Ihren eigenen Unternehmerlohn bestreiten, vielleicht Familienhelfer haben aus Ihrem Kreise, aber weiteres Personal wird nicht gefördert. Und das, was das Jobcenter auch nicht so gerne hat, wenn Sie in den ersten Monaten und Jahren gleich einen Mietvertrag unterzeichnen für 5 Jahre mal 12 Monate macht 60 Monate mal 2.000 Euro macht 120.000 Euro und Sie sind verschuldet, wenn es nicht klappt. Also auch hier akzeptiert das Jobcenter hohe Fixkosten, also auch Mietkosten, nur dann, wenn sie wirklich zwingend erforderlich sind und die Aussicht auf Erfolg haben. Nun, das kann am besten sein, wenn du einen Laden übernimmst, also Betriebsübernahme hast mit einem Bestandsvertrag und du Zahlen hast, dass es schon läuft. So, das hatten wir schon ein paar Mal. Nun, dann ausnahmsweise sagt das Jobcenter auch mal Ja zum Mietvertrag und sagt auch mal Ja zu Mitarbeitern, die übernommen werden. Nun, zusammengefasst, hast du also hier ganz normalen Businessplan, Text. Ich sage dir die Seiten nochmal, aber das findest du in anderen Plan genauso. 20 bis 30 Seiten zu erfüllen. Hier hast du ungefähr 12 Tabellen zu fertigen. Beim Anhang kommt alles normale rein. Lebenslauf, Gewerbeanmeldung, wie es im anderen Video auch gezeigt ist. Nur hier ist besonders sind die Angebote und die Bankabsagen, die du achten solltest. Nun, und die Anträge natürlich. Da bitte lass dich nicht über den Tisch ziehen. Es gibt leider Sachbearbeiter beim Jobcenter, die weder wissen, dass es diese Förderprogramme gibt oder gar nicht wissen, wie sie die Anträge bekommen. Die kannst du nicht einfach aus dem Fach ziehen oder dir zuschicken lassen, sondern die musst du abholen. Die sind personalisiert und ausgedruckt. Da bitte acht darauf, dass du wirklich alle Formulare bekommst. Und ich zeige dir jetzt abschlussgebend, welche Anträge das sind. Das ist einmal der Antrag nach § 16b SGB II. Das ist das Einstiegsgeld und hier bitte schau dir das Video nochmal an, Thema Einstiegsgeld. Den zweiten Antrag, den du dann brauchst, ist § 16c SGB II, das ist das sogenannte Zuschussförderprogramm, also Leistung zur Einliederung von Selbstständigen bis 5.000 Euro Zuschuss und nochmal ein Darlehen über hinaus. Und das dritte Formular, was du brauchst, ist das Formular für die fachkundige Stellungnahme. Denn eine fachkundige Stelle muss eine Art wirtschaftliches Gutachten erstellen darüber, dass deine gesamte Geschäftsidee tragfähig ist. Denn
Das Jobcenter hat nur ein Ziel, dich aus der Liste rauszubekommen, in den normalen Wirtschaftsmarkt einzutreten. Und diese Prüfung, das können die Sachbearbeiter dort nicht alleine durchführen oder wollen das nicht alleine durchführen. Und deshalb gibt es dort die fachkundige Stelle. Und dieses Formular wird auch häufig einfach mal vergessen. Wenn du jetzt sagst, es ist dir zu kompliziert oder wenn du sagst, du brauchst Hilfe, dann lade ich dich ein, bevor du diese Anträge alle abholst, ein anderes Formular dir geben zu lassen. Nun, dieses andere Formular heißt AVGS. Das ist eine Abkürzung und steht für Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein und wurde ursprünglich entwickelt für Maßnahmen für die Bewerbung, das heißt Bewerbercoaching, Unterlagenüberarbeitung. Inzwischen gibt es aber nach § 45 SGB 3 ist es meines Erachtens auch die Möglichkeit, Vorgründungscoaching fördern zu lassen. Du hast die Möglichkeit, bis zu 50 Unterrichtseinheiten oder mehr sogar fördern zu lassen, diese ganzen Unterlagen zu erstellen, die ganzen Anträge sorgfältig auszufüllen, deine Geschäftsidee zu überprüfen, vielleicht schon die ersten Maßnahmen zur Kundengewinnung einzuleiten, die ganzen Formalitäten und Anmeldezulassung und Voraussetzungen zu prüfen. Und dafür gibt es nochmal einen Zuschuss von ja, irgendwas um die 2.000 bis 3.000 Euro, je nach Jobcenter. Es kann sein, dass das Jobcenter sagt, nö, machen wir nicht, nö, das gibt's nicht, haben wir noch nie gemacht, der Arbeitsmarkt sieht so gut aus und so weiter. Das passiert sehr häufig und ich glaube persönlich, das ist ein psychologischer Test, ob du wirklich willst. Denn wenn du dich jetzt einfach verbal abschrecken lässt, nun, dann wirst du auf dem Markt mit den Mitbewerbern und den Kunden und den Veränderungen und den Trends und dem Finanzamt auch vielleicht nicht so mit den Schwierigkeiten umgehen können. Das heißt, lass dich hier nicht abwimmeln, du hast das sogenannte Recht auf Antragstellung. Die Sachbearbeiter müssen die Anträge rausgeben und du hast das Recht auf Antragstellung. Selbst ohne Antragsformular kannst du auf ein Blatt Papier, Klopapier, deinen Antrag stellen und der Sachbearbeiter muss arbeiten. Und weil er das weiß, dass der Sachbearbeiter arbeiten muss, versucht er dich davon abzuhalten, einen Antrag zu stellen, dann muss der Sachbearbeiter weniger arbeiten. Also lass dich nicht abwimmeln, lass dich nicht überzeugen, sondern arbeite mit deinem Sachbearbeiter zusammen, dass du alles erfüllst und beibringst, was du machen musst, aber achte darauf, dass du nicht zu viel unterschreibst, wenn es auf irgendwelche Erklärungen geht. Nun, dann kriegst du die Anträge, stellst die, füllst die aus und dann dauert es in der Regel 2 bis 3 Wochen, bis du dann eine Auskunft bekommst. Und sollte es da irgendwas nicht klappen, kannst du immer Einspruch einlegen. Du kannst zum Teamleiter gehen, du kannst dir die Unterstützung holen, auch von Beratern, so wie unserem Unternehmen, und dann sicherstellen, dass dein Antrag sorgfältig geprüft wird. Nun, unsere Erfahrung ist, dass die Bewilligung bei 70-80% liegt, wenn alles sorgfältig geprüft und vorbereitet ist. Nun, ich lade dich jetzt ein, als nächsten Schritt vielleicht unser kostenfreies Erstgespräch zu vereinbaren, telefonisch oder persönlich. Vielleicht diesen Gutschein zu beantragen, denn wir helfen in ganz Deutschland Unternehmern und Gründern dabei, sich selbstständig zu machen oder diese Fördermittel zu beantragen. Du kannst gerne jetzt unseren Kanal abonnieren oder uns weiterzuempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Antragstellung und lass dich von niemand abwimmeln, denn wenn dein Unternehmen erfolgreich läuft, wirst du genügend Steuern bezahlen, um dieses Geld allemal wieder zurückzugeben. Viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.